Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was komplett anderes, denn ich habe tatsächlich ein Paket von euch bekommen. Und zwar von Flo. Flo wird sich jetzt angesprochen fühlen. Und ja, was habe ich denn so Schönes bekommen? Und zwar ist das tatsächlich so eine Art, ja, Mercedes-Auto-Spielzeug. Und es ist auf jeden Fall ferngesteuert, das wurde mir schon gesagt. Also man kann tatsächlich so, ja, kleinere Kinder, also ich bin leider zu groß dafür. Und ja, aber auf jeden Fall kann man damit kleinere Kinder, können damit spielen, rumfahren oder, ne, wenn es so gesehen noch Babys sind, kann man die damit rumkutschieren, weil es ist ganz auch ferngesteuert. Aber ich würde sagen, wir packen das erstmal aus. Ganz professionell habe ich natürlich ein Cuttermesser dabei. So, schneiden wir das Ganze jetzt erstmal hier auf. Auf der Seite auch. Das Paket ist natürlich riesengroß, ne? Also ich muss das jetzt hier im Flur machen. Da ist sonst in meinem Zimmer zu Platzproblemen gekommen wäre. So, gut, auf ist das Teil jetzt schon mal. So. Wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier so aussieht. Ne, ihr habt jetzt auch die Sicht meiner GoPro, deswegen seht ihr auch das, was ich jetzt sehe. Ja, Pappe. Erstmal weg damit, ne? So. Ja, das ist also unser Benzer. Ist doch irgendwie da. Steht da irgendwie welche Klasse? Na gut, sieht aus wie so ein G-Klasse, ne? Ah, hier. ML350. Ob das jetzt auch wirklich die Seriennummer ist, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Auf jeden Fall versuchen das jetzt mal rauszuholen. Scheint da schon ziemlich aufgebaut zu sein. Boah! Okay, schwer ist es. Aber ist tatsächlich auch das ganze Paket. So, das bedeutet, den Karton brauchen wir da nicht mehr. Dann kann das mal auch irgendwie zur Seite. Und weg damit. So, jetzt haben wir das Gefährt hier. Zwar sehr viel Plastik, aber es ist da. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Und gucken mal, wie das Ganze aussieht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das kann ich auch schon mal sagen. So, jetzt die Lenkung, da scheint es irgendwie jetzt fest. Okay, umdrehen kann ich das sehr weniger. Ah, okay, dann hängt es fest. So und so. Sehr schön. So, jetzt haben wir das Auto mehr oder weniger befreit von Plastik. Sind hier Schrauben drin oder sowas? Nee, viel besser. Das Kabel zum Aufladen. Das hat ja einen Akku, kann ja aufgeladen werden. Dementsprechend natürlich praktisch, wenn das schon dabei ist. Ja, lassen wir erstmal hier drin, tun wir mal zur Seite. Brauchen wir erstmal nicht. So, typisch Benz-Felgen. Okay, man muss noch hier das Benz-Aufkleber noch drauf machen. Oder passt das nicht drauf? Okay, es klebt schon, aber nicht genug, würde ich jetzt mal sagen. Oder doch, oder doch, oder doch. Okay, es klebt. Gut, ja, meine Felgen, ne? Ganz klar, Alufelgen. So, davon haben wir, sollten wir, wenn es gut läuft, 4 Stück haben. Wenn nicht, dann ist es jetzt ein, halt ein Dreirad, ne? So, genau, das ist auch hier. Das ist auch hier. Okay, ist jetzt hier eine Schraube drin oder sowas? Ich würde sagen, ja, hier war eine Schraube drin. Aber gut, da drinnen wird ja auch irgendwo eine Anleitung sein. Dann wissen wir auch, was wir jetzt genau machen müssen. So. Was ist hier? Ah, hier ist die Fernbedienung, ne? Können wir auch mal kurz mal reingucken, wie so eine Fernbedienung für so ein Fahrzeug aussieht. Ja, ziemlich basic-mäßig. Das hat sogar Beschriftung, auch wenn das jetzt hier in diesem Licht vielleicht nicht ganz so aussieht. Aber hier ist P, S, Lenken, Gas, weniger Gas. Ne? So, die Anleitung dafür haben wir natürlich hier. So, na gut, ne? Das ist schon Forward, Back, Speed, Brake. Okay, also P heißt Brake. Okay. Right, Left. Speed Display. Okay. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir hierfür Batterien. In der Hoffnung, dass ich die zu Hause habe.
Aber wird schon, wird schon. So, das bedeutet, wir lassen das auch alles mal hier neben uns liegen. Und das sieht mir sehr nach der Bauanleitung aus. Sprich, wir machen das jetzt hier mal auf und gucken mal, was uns das jetzt hier beschert. Okay, die Gebrauchsanweisung ist das auf jeden Fall. So, maximal Gewicht 25 Kilo. Ja, da bin ich leider zu schwer. Miese Sache, würde ich sagen. Aber das Teil, wenn es voll aufgeladen ist, hält 8 Stunden. Also echt 8 Stunden finde ich tatsächlich viel. Ne? Ah, hier ist auch noch das Alter angegeben. Also das Alter sollte 37 bis 96 Monate sein. Ja, gut, ne? Jetzt muss man halt umrechnen, ne? Aber ich bin auf jeden Fall zu alt. Leider. Aber gut, okay, hier hat man eine Auflistung, also so eine Zeichnung mit Einzelteilen. Okay. Ah, okay, hier ist das mit Gummiband dran gemacht. Also ihr seht es vielleicht jetzt hier, ne? So, ich mach's auch noch hoch. Also. Ja, okay, das ist auch noch lose, das muss auch noch festgemacht werden. Guck mal, das ist schon mal praktisch zu wissen. So. Okay, jetzt würde ich sagen, installieren wir als erstes die Räder. Also sieht mir sehr nach der Bauanleitung aus. Eine andere Bauanleitung werden wir hier, glaube ich, nicht finden. So, laut der Bauanleitung sollten wir jetzt als erstes die Räder montieren. So, da die Räder jetzt nicht spezifisch sind, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Felgen hier raus tun soll oder drin lassen soll. Ich jetzt mal, wir probieren das Ganze einfach mal aus. Und zwar müssen wir jetzt noch hier die anderen Einzelteile. Ist das ein Spoiler? Ah, nee, Windschutzscheibe. Okay. Weiß ich Bescheid. Und das Lenkrad. Map, map. Okay. So. Ja, hier ist die Batterie und so. Du bist. Das werden wir später noch herausfinden. Aber ja. Eigentlich ganz cooles Spielzeug. So, wir tun das jetzt mal hier ein bisschen in Schräglage. Und gucken mal jetzt, ob wir die Reifen jetzt einfach aufstecken können oder das irgendwie anders gemacht wird. Ich weiß nicht. Okay. Ne, man steckt das rein. Ne, ich habe mich schon eben gewundert, man kann das hier, ne, so reindrücken. Und ich war so, hä, wie drückt man das rein? Das ist so gesehen, ne, mich, ja, ne, so eine Art Sicherung hier. Ne? Sprich, wenn ich das jetzt wieder ausmachen möchte, muss ich jetzt hier dagegen drücken, dann kann ich es wieder rausholen. Reindrücken, um es wieder festzumachen. Schlau. Tatsächlich eigentlich schlau. Ne? Ich meine, damit fallen ja kleine Kinder oder werden gefahren. Ne? Dann sollte das Ding auch schon irgendwie sicher sein. So. Also Leute, wer kann für sich behaupten, ich kann mit einer Hand ein Auto hochheben, ja? Das kann ja kaum einer behaupten. Dementsprechend schon nice. So, das schieben wir jetzt auch mal hin und zack. Gut, das ist also die Vorderreifen sind jetzt montiert. Gut, ich gebe zu, das war jetzt nicht so schwer. So, Hinterreifen. Hinterreifen ist wohl etwas anderes. Also, wir müssen das Ganze jetzt hier nochmal umdrehen oder zur Seite drehen. So, wir haben jetzt hier so ein Gummiband, was nicht gerissen ist. Danke. Das hätte, glaube ich, wehgetan. So, so, wie wird das denn jetzt hier gemacht? Okay, also soll einfach nur in diesem Loch hier sein. Und das reicht dann schon als Fixierung so gesehen. Also so habe ich das jetzt hier verstanden. Sprich, das Kabel schieben wir nochmal schön hier rein. Und das Ganze sollte so sein. Und jetzt nehme ich auch noch so einen Reifen. Und danach sollte das alles fixiert sein, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. So. Aber irgendwie scheint es trotzdem nicht richtig verstanden zu haben, denn. Ne, ihr seht es auch hier. Ich hoffe, ihr seht das hier, ne? Weil das ist ja, hat ja noch so ein bisschen Spiel. So, jetzt ist die Frage. Ne? Ich schätze mal schon, dass es das eigentlich so dran muss. Aber wie wird das denn jetzt hier befestigt? Okay, das schauen wir jetzt einfach nochmal genauer an. So, Bein dazwischen, bis es nicht runterfällt. So. Ja, das ist klar, das ist klar. Na gut, irgendwie sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau.
Connected Power. Okay, müssen wir auch später noch verkabeln. Sehe ich jetzt aber hier nicht, wo man jetzt sagt, okay, das muss jetzt hier so sein. Okay, vielleicht passt das auch schon so. Ich meine, so oder so, ne? Selbst wenn das komplett außerhalb ist, nein, das ist nicht ganz connected, okay. Jetzt habe ich den Reifen wieder ausgelockt. So, der Reifen ist jetzt wieder feste drinne. Weil dieses, ja, ich sag's mal, der Elektromotor, der, schwierig. Weil ich jetzt auch nicht genau weiß. Egal, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der anderen Seite an und gucken mal, ob wir das Rätsel später mal lösen können. Wenn nicht, dann, ja, Riff zum Kleinen, der das fahren wird. Im Endeffekt, das ist ja auch hier nur so, ne? Oder wird es hier von innen irgendwie gestöpselt oder sowas von? Nein. Von innen sehe ich jetzt hier nichts, wo ich sage, so, okay. Das ist einfach nur ziemlich basic-mäßig, aber es reicht, ja. Na egal. Wird schon schief gehen, Leute. Wird schon schief gehen. Was anderes kann ich jetzt auch nicht sagen. So. Ich habe schon gerade eine Vermutung, warum das Ganze jetzt hier nicht klappt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht, aber ich kann den Reifen nicht so weit reinschieben, dass ein Mechanismus hier greift, ne, dass hier dieses Klickgeräusch kommt. Das bedeutet, die Stange ist allgemein etwas zu weit nach rechts verschoben. Ja, man kann die Stange, ist eine durchgehende Stange. Das bedeutet, ich habe das jetzt hier, genau, du bist feste. Ja, jetzt ergibt das auch ganz hier Sinn, ne? Das ist hier so, ja. Okay, die Achse war einfach ein bisschen zu weit verschoben. So, ja, hier, guck mal, jetzt passt das 1A. Okay, die Stange war einfach, ne, diese Stange hier, die war ein bisschen zu weit nach rechts, deswegen war hier zu wenig Platz und hier zu viel. Aber jetzt passt das, jetzt ist es auch richtig fest, okay. Ja, verstehe. Oh, guck mal, es hat sogar Federung, ja. Luxus. Luxus. So. Einfach zu geil. Einfach zu geil, das Auto. So. Egal. So, wir haben das jetzt Ganze, die Reifen mäßig montiert. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier weiter, laut dieser 1A Bauanleitung, und sagen, wir müssen das Lenkrad installieren. Ja. Sag euch, ne, wenn ich das Video hochlade, ich kriege ein Jobangebot von Mercedes, weil ich das Auto so krass zusammengebaut habe, dass ihr es gar nicht glauben könnt. So. Also auch ein Multifunktionslenkrad angeblich, also scheinbar. Ne? Also hier sind auf jeden Fall Knöpfe. Auch wenn ich jetzt mal behaupte, die haben keine Funktion. Oder kann man damit hupen? Ich glaube, man kann damit sogar hupen. Das Auto hat eine Hupe. Hey, sowas früher gab es noch gar nicht. Okay, gut. Ne? Viel Raum für, ich sag jetzt mal, okay, hier ist eine Schraube. Das bedeutet, wir müssen es auf jeden Fall gleich zuschrauben. Aber als erstes haben wir hier noch so ein Klebeband, was wir erstmal abmachen müssen. So. Und dann wird das Ganze natürlich hier hübsch miteinander verbunden. Na, komm her. So. Klick. Es hat Klick gemacht. Schon mal sehr gut. So, das Lenkrad sollten wir auch noch richtig rummontieren. Und dann passt das. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen schrauben, denn wenn wir das Auto jetzt umdrehen und die Bauanleitung wieder zur Seite legen. Ich sag auch, der Flur war an sich auch schon zu klein, aber was Größeres hatte ich jetzt nicht. So, genau, jetzt müssen wir hier die Schraube mal dezent rausdrehen. Ah, kommst du raus? Ah, okay, es ist mit einer Mutter. Da muss ich gleich gucken, ob ich ein Werkzeug habe, womit ich diese Mutter gleich fixieren kann, damit ich auch wieder zuschrauben kann. So, also jetzt wollen wir hier das Lenkrad mal zusammenbauen. So, ja, das Kabel muss da trotzdem erstmal Richtung Innenraum.
Genau, so jetzt habe ich das gut und tief rein. So, jetzt passt das nämlich auch durchs Loch. Und jetzt habe ich aber hier eine Mutter, aber kein Werkzeug, um diese Mutter zu fixieren. Ja, das dürfte interessant werden. Aber mal schauen. So. Ah, guck mal, das ist eigentlich auch so, ja. Fingerkraft, ich sag's euch, ich game halt. So, okay, wenn wir jetzt mal so schauen. Ja. Klingt aber so, als hätte das sogar Elektronikunterstützung, so wie das klingt. Also, es ist nicht eins zu eins übersetzt, sondern für kleine Kinder besser gemacht. Finde ich schön. Okay, wir können tatsächlich jetzt zur nächsten Seite umblättern und die Windschutzscheibe installieren. Ja, also durch diese Scheibe sieht man jetzt nicht viel. Aber gut. Aber wenigstens hat das Spiegel, die auch funktionieren. Ne? Man sieht euch, ne? Aber der Spiegel wirkt so, als hätte man zwei Bier zu viel getrunken. Aber egal. So. Color Black. Okay, ja. Gut, das ist noch so ein QR-Strichcode. Aber das ist jetzt auch erstmal jetzt nicht wichtig. So, schätzt mal, man muss das ja einfach nur hier so ranklippen, ne? So. Ja, wir brauchen Klicken. Klickt mich. Okay. Gut, also es ist an den beiden Enden hier fixiert. Hier in der Mitte scheint es auf jeden Fall jetzt nicht so fixiert zu sein. Aber das hält trotzdem 1A. Solange man sich jetzt mit dem Auto nicht überschlägt, sollte da nichts passieren. Sollte. So, als nächstes ist der Rennsitz dran. Auch süß. So. Okay. Wir müssen den Sitz. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das jetzt hier. Also erstmal schneiden wir uns mal ab. Setzen mal auf die Motorhaube. Jetzt schneiden wir uns das mal ab. Und dann. Also das wird. Also hier die beiden sind auf jeden Fall dafür da, dass der Sitz So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das wird ja so eine. Okay, dann wird es wahrscheinlich hier so durchgehen, hier an den Seiten. Oder? Passt das? Ja, es ist hier. So, okay. Gut, so wird es gemacht. Ne, jetzt kann man wieder zuschneiden. So, jetzt ist aber die Frage: Connect the Power. Ja. War mir schon fast klar, dass man eigentlich den Sitz danach machen sollte. Oder man kann auch einfach wieder nach vorne schieben mit so ein bisschen Gewalt. Oder auch nicht. Okay. So, wie kriegen wir diesen Sitz jetzt da raus, ohne das zu zerstören? Das ist jetzt eine ausgezeichnete Frage. Ah, okay. So. Kontrolliertes Hin- und Herbewegen hat geholfen. So, Connect the Power. Okay. Wohin jetzt genau? So. Ah, okay, verstehe. Also die Connected Power, wir gucken auch nochmal hier aufs Blättchen, ne? Das ist ja die Batterie. Lustigerweise ziemlich ähnlich wie eine Autobatterie. Und so wie ich das jetzt hier sehe. So. Batterie, ja. Okay, der Red Cable. Anders. Soweit ich jetzt keinen Schlag bekomme, bin ich zufrieden. Ich habe keinen Schlag bekommen. Gut, das Teil sollte wahrscheinlich absolut leer sein. So, jetzt müssen wir die Technik aber trotzdem jetzt noch so
hier irgendwie reinkriegen, dass der Sitz da problemlos noch drauf geht. So. Also das hätte man irgendwie andersrum machen können, dass man zuerst das Teil in Betrieb nimmt und dann erst den Sitz drauf tut, ne? Aber na gut. War wohl ingenieursmäßig nicht machbar. So, so. Und jetzt, zack. Und das Kind ist sicher. Okay. Dann haben wir noch Sachen hier. Ja, ich habe hier eine Schraube. Wo auch immer die Schraube hin muss. Aber egal, ich klappe die Schraube einfach nur zur Sicherung. Okay. Okay, es ist hier so eine Art Bedienungsanleitung für die einzelnen Knöpfe hier. Was man halt auch mit dem Fernbedienung machen kann. How to use. Okay. Ja, ich würde sagen, wir hauen mal ein paar Batterien hier rein in die Fernbedienung. Und ansonsten wird das Ganze hier einfach aufgeladen. So würde ich das jetzt hier sehen. Ich meine, mehr hatten wir auch nicht. Ne? Also das Ding war nahezu schon fertig aufgebaut. Ne? Klar, Reifen mussten noch dran, Lenkrad, Sitz und so. Aber ansonsten war es jetzt nicht anstrengend, das zu bauen. Das hat es auch. Und ich habe es vorher nicht angeschaut, ne? Aber es hat mich jetzt circa bis hierhin, ja, sagen wir mal 20 Minuten gedauert. Ich weiß, das Video wird kürzer sein, aber verhältnismäßig alles in Ordnung. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was für Batterien hier reinkommen. Ich meine, da stand irgendwas von AAA oder so, aber mal schauen. Ja, sieht mir sehr nach AAA aus. Steht das hier auch vielleicht irgendwo auf der Seite? Ja. Ganz, das ist reingraviert, aber man sieht das, glaube ich, nicht in der Kamera. Ich sehe es auch mit dem Auge eigentlich nicht. Dementsprechend alles super. Was lustig ist, das habe ich auch in der Anleitung gelesen, was ich aber nicht glauben konnte. Das Teil hat ja so eine Art Soundsystem. Ne? Und dieses Kabel könnt ihr jetzt hier reinstecken. Ne? Und wenn das an ist, könnt ihr dann euer Handy oder, ne, was auch immer musikmäßiges hier anschließen, ins AUX-Anschluss, ne? Dann könnt ihr hier rüber Musik spielen. Also, wie geil ist das denn? What? Okay, habe ich auch noch nicht gesehen, Aber egal, ich würde sagen, wir besorgen uns mal Batterien für die Fernbedienung, stecken das Teil mal in die Steckdose und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später, ne? Ja. Bis gleich. So, ich bin wieder da und habe zweimal AAA besorgt. Und ja, das tut mir. Okay, es leuchtet mich schon an. Also, es ist. Es ist halt an, ne? So, das ist schon mal ganz gut. Jetzt. Aber das Auto ist noch nicht aufgeladen. Das müssen wir jetzt auch noch machen. Muss ich noch eine Steckdose finden, wo ich das machen kann. Aber wird schon machbar sein. Oder ist es vielleicht schon auf. Oh, es ist sogar irgendwie aufgeladen. Jetzt will ich aber mal. Okay, also es hat auf jeden Fall genug LED. Das ist ja mal anders heftig. Aber fahren tut es jetzt gerade nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Oder vielleicht muss es doch noch aufgeladen werden? Ich weiß es nicht. So, how to use. Okay, Lichter kann man sogar ausmachen. Das ist ja wie. Wie geil ist das denn? Okay, so, die Fernbedienung sagt noch nicht zu. Vielleicht muss ich das wirklich noch komplett aufladen. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber wir gucken einfach mal. Also, ich lasse es jetzt mal hier. Was ist, wenn ich jetzt mal auf so aufs Gaspedal drücke? Okay. Es fährt. Ja, okay. Also, das. Tut's schon mal. So, jetzt lass mal ein bisschen nach vorne fahren. Danke, zu weit. Nur ein bisschen, bisschen. Danke. So, parken. Okay, das mit der Fernbedienung muss ich tatsächlich noch in Erfahrung bringen, woran das jetzt liegt. Vielleicht, also ein bisschen Strom hat das Teil, ja. USB-Anschluss hat das sogar.
Ja, wie cool ist das denn, ey? Wirklich. Warte mal. Au! Das hat sogar eine Tür. Ist ja heftig. Ist ja heftig. Das hat sogar Türen. Okay. Krass. Ja, also das. Da wird man sich, als wäre immer noch mal drei, ne? Also mal ganz im Ernst, wie geil ist das denn? So. Aber natürlich auch, ne, man hört das Klicken, ne? Die Tür ist natürlich immer gesichert. Ne? Man muss schon hier, ne, das zur Seite ziehen. Ne? Ihr seht es auch vielleicht hier so. Dann, wenn man genau hinschaut. Gut, ich kann es auch eigentlich einfach mal so zeigen. Ne? Ihr seht ja hier diesen, ja, diesen Bolzen, der rein und raus geht. Daran wird das hier befestigt. Ah, jetzt habe ich das hingekriegt. Okay. Da muss ich tatsächlich Google-Übersetzer hier helfen, weil ich das jetzt nicht auf die Reihe gekriegt habe. Warum auch immer. Okay. Fernbedienung funktioniert 1A. Denn man muss, das kann ich euch auch sogar nochmal zeigen, man muss hier gleichzeitig draufdrücken. Ne? Also insgesamt 3 Sekunden lang. 1, 2, 3. So, jetzt flackert das hier. Während das flackert, müssen wir das jetzt hier anmachen. Es hat aufgehört zu flackern. Ne? Und falls noch Parken drin ist, in diesem Fall ist es nicht, weil es jetzt leuchtet, können wir jetzt losfahren. Können uns auch hier lenken. Schon ein cooles Kai. So, parken, ne? Dann macht das hier gar nichts, ne? So, könnt ihr alles machen. Parken ist halt parken, ne? Aber parken können wir raustun und es funktioniert 1A. Okay. Ja, jetzt haben wir es geschafft, oder eher gesagt ich, ne? Gut, hätte man ja auch drauf kommen können, dass es so heißt, aber egal, Google-Übersetzer hat mir geholfen. So, das war das Opening zu diesem Fahrzeug hier. Ich meine, ich finde es ja trotzdem noch geil, ne? Diese Lichter, ne? Absolut heftig. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Spielzeug. Aber man muss auch hier dazu sagen, ich bin ja natürlich zu groß dafür. Deswegen werde ich das Fahrzeug ja, meinen Nachbarn schenken. Ne? Meine Nachbarn haben tatsächlich ein kleines Kind, ne, wo ich eingezogen bin, haben sie es gerade bekommen. Und mittlerweile ist es schon ein paar Jahre alt, aber auf jeden Fall noch klein genug, um das Ganze hier zu benutzen. Oder eher gesagt, die Eltern benutzen die Fernbedienung und das kleine Kind erfreut sich daran, im fetten Benz zu fahren. Ne, ich meine auch, hier wäre die Hupe. Wer ist hier die Hupe? Nein, nein, okay. Okay, vielleicht braucht man hier irgendwie so eine Art Soundsystem dran oder sowas. Ich weiß es nicht. Tja, Leute, damit sind wir schon am Ende des Videos. Ja, ich bin ehrlich, Leute, ich bin halt, wie gesagt, zu groß und auch zu schwer für dieses Auto. Deswegen kann ich damit leider nicht rumfahren. Deswegen werde ich das tatsächlich auch gleich mal meinen Nachbarn klopfen und fragen, ob sie daran Interesse haben. Ja, wenn nicht, dann muss ich mal echt überlegen, was ich mit einem Auto mache. Natürlich nicht wegschmeißen, keine Sorge, dafür ist das viel zu cool. Ich meine, es hat ja diese geilen Lichter, ne? Schon mega geil, kann man nicht anders sagen. Vor allem das mit den Lichtern ist einfach krass. Aber egal, wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dieses Unboxing-Video von einem RC Mercedes, dann lasst doch mal fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.